Colorado Tigers. Mal in den Busch auf der rechten Seite. Flippt die Scheibe auf. Markus Marsal. Mal in den Busch. Jetzt gute Chance. Guter Schuss. Tor! Tor! Tor für die Bayreuth Tigers. Aufzuspiel von Valentin Busch. Der Torschütze. In dem Fall das erste Saisontor für Fröhlich. Koloschwadi, Querpass auf Mika Bartosch. Wieder im Zweikampf mit seiner Dynamik. Bleibt leider nicht im Scheibenbesitz. Bekommt die Scheibe wieder. Koloschwadi, Tor! Tor! Energischer Zweikampf von Mika Bartosch in der Ecke. Kann die Scheibe quer in den Slot spielen. Und Koloschwadi in die rechte Ecke. Aber der Schiedsrichter zeigt Videobeweis. Ja. Wir nehmen den Torjingle noch einmal raus aus dem Programm. Es kommt zum Videobeweis. Ja, Schiedsrichter gibt Videobeweis. Schaut sich das Ganze noch einmal an. Für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Ja, in der Zeitlupe sieht man das Tor wieder verrutscht. Allerdings schauen wir jetzt genau hin. Er gibt das Tor. Er gibt das Tor für die Bayreuth Tigers. Wie gesagt, schöner Querpass von Mika Bartosch nach sehr gutem Zweikampf in der Ecke, der in den Slot legt und Koloschwadi, den Torwart Jonas Langmann, keine Chance lässt. Kommt gut raus aus dem Drittel, fährt über die Rote und spielt die Scheibe tief. Bayreuth wechselt. Aber jetzt guter Pass, 3-1-Situation. Und Tor! Tor! Durch die Nummer 11, Norman Hauner, der eine 3-1-Situation clever mit einem Schuss ins rechte Obereck abschließt. Christopher Kasten. Andreas Geigenmüller auf Podac. Podac auf Koloschwadi. Und Tor! Tor! Schön ausgespielt. Die 5 gegen 3 Überzahl von Koloschwadi auf Bartosch in den Slot. Zum 3:1. Zur 3:1 Führung der Bayreuth Tigers bei 8 Minuten 13 verbleibende Zeit. Ja, da spielen sie schön raus. Podac auf Koloschwadi und Bartosch im Slot nimmt ab und lässt Langmann keine Chance. Aber Videobeweis, erneut Videobeweis, wird angefordert der Tower Stars. Keine Behinderung des Torhüters im Torraum, somit eigentlich ein korrektes Tor. Ja, wie gesagt, die Tigers gehen mit 3:1 in Führung nach Sichtung des Videobeweises. Und der gegnerische Verteidiger klärt ganz knapp. 11 Sekunden noch. Sieht so aus, als würden sich die Bayreuth Tigers erneut einen Dreier sichern. Vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenfünften. Die Tower Stars Ravensburg und wie ich meine, verdient als Sieger vom Eis gehen.